JD, komm, ganz spannendes Thema. Ja, hat gestern auch deutlich dazu gewonnen. Macht es im Prinzip Alibaba nach. Ja, wir hatten das gestern zum Thema. Alibaba wird aufgespalten in sechs verschiedene Geschäftsbereiche. JD.com spaltet auch zwei Bereiche ab. Ja, und zwar einmal JD Properties und einmal JD Industries. Diese beiden Segmente gehen jetzt separat an die Hongkonger Börse. Das ist natürlich immer erstmal gut, weil es eine Möglichkeit ist, hatten wir bei Alibaba auch drüber gesprochen, zusätzliches neues Investorenkapital zu generieren. Ja, sehr schön. JD.com wird von beiden Unternehmen mehr als 50% der Anteile am Ende weiterhalten, ist also Hauptaktionär nach wie vor. Ja, sieht, wie ich finde, vernünftig aus, ist etwas, wo man sicherlich mal kurz drauf wetten könnte. Wir haben es gesehen bei Alibaba, da ging es dann auch die nächsten 3 Tage erstmal noch weiter nach oben. Und ich würde mal sagen, bei JD, ja, das nächste recht deutliche Kursniveau, mit dem wir hier vielleicht rechnen können, liegt hier so bei 45 Euro. Also nochmal etwas über 10% Kurspotenzial durchaus möglich hier zur Oberseite für ein schnelles Geschäft. Mittelfristig, bin ich bei Chinesen immer noch etwas zurückhaltend, immer noch etwas vorsichtig. Ja, und wenn, dann vielleicht lieber ein Basket als ein Einzelunternehmen. Aber ja, fundamental, es sieht im Moment so aus, als wenn die Regierung mehr und mehr zurückrudert von ihren ganzen Beschränkungen auf die Tech-Unternehmen und das Ganze sich vom Geschäftsfeld her auch so langsam entspannt. Jedenfalls sind die Chancen, wie ich finde, recht gut, dass wir jetzt hier die Bodenbildung in der JD-Aktie abgeschlossen haben. Deutlichen Ausbruch über diese letzten Hochs hier. Solange die Aktie sich über diesem Niveau hier halten kann, über dem Open-Kurs von gestern, bleibt das Bild sehr, sehr positiv. Es würde sich aber dramatisch schnell ändern, wenn dieser Anstieg ebenso schnell wieder abverkauft wird und wir dann hier deutlich unter das Tagestief fallen. Und das Tagestief, das lag bei JD hier ziemlich genau bei 38 Euro. Also, wenn wir unter 38 Euro fallen, ist die Party vorbei. Darüber ist erstmal Platz so bis in den Bereich 45, 45, 50.